Hi zusammen und willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Und ja, ich habe den Versuch nochmal gewagt, von dieser Seite des Raums zu filmen. Die Kamera steht auch ein bisschen anders, das Mikrofon ist anders. Ich hoffe, der Ton ist diesmal halbwegs gut. Und ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum letzten Mal in diesem Jahr oder vielleicht zum ersten Mal im neuen. Ich wünsche euch allen einen guten Start in 2021. Und danke dafür, dass ihr meine Videos angeschaut habt, dass ihr fleißig kommentiert habt. Natürlich auch ein riesen Danke an alle, die mir Samples geschickt haben und mir Infos zurückgegeben haben, mit denen ich übers Jahr Kontakt hatte, mit denen ich zusammenarbeiten konnte. Ich denke, 2020, da wird keiner widersprechen, war ein relativ schwieriges Jahr für alle Leute. Vielleicht aus unterschiedlichen Gründen, aber ich denke, es war kein einfaches Jahr, sag mal, um zu leben. Wie auch immer. Ich möchte hier nicht politisch werden, ich möchte auch nicht auf Sachen rumreiten, die jeder eh schon weiß. Und ich möchte mir auch nicht den Vorwurf machen lassen, das vielleicht sogar berechtigt, immer wieder dieselben Sachen aufzugreifen, aber ich habe natürlich zum Ende vom Jahr ein paar Sachen, die ich ansprechen möchte, und das ist mir einfach wichtig, das bin nun mal ich. Und ich denke, einer der größten Sachen, die ich auch für mich dieses Jahr gelernt habe, ist, dass man nicht versuchen sollte, auf Teufel komm raus einen Erfolg mitzunehmen, wenn man sieht, dass es bei anderen ringsrum läuft und man vielleicht ein ähnliches Konzept verfolgt. Ich habe, wie gesagt, Anfang Jahr relativ viel Energie reingesteckt. Ich habe versucht, auch auf Instagram ein bisschen mehr Fuß zu fassen. Ich habe versucht, wirklich in jede Live-Sendung bei Jason, wo ich die Option hatte, mit reinzuspringen. Wenn es nicht will, dann will es nicht. Und im Endeffekt macht man sich einen riesen Druck und das ist kontraproduktiv. Ich denke, da hat vielleicht auch die Qualität von dem einen oder anderen Video von mir drunter gelitten, dass ich nicht, sag mal, so fokussiert auf das war, was ich gerne machen möchte, was mir Spaß macht, sondern geguckt habe, was mache ich am geschicktesten, wie und wie bringe ich mich am besten, sag ich mal, oder halte mich halbwegs im Gespräch. Die Sache war ja einfach auch die, dass ich Vollzeit durchgearbeitet habe, manche anderen jede Menge Content produzieren konnten, notgedrungen. Damit konnte ich natürlich nicht dann konkurrieren, sag ich mal. Aber das muss ich ja auch nicht. Ich habe meine Zuschauer hier, ich habe meinen Spaß hier, ich habe euch, die mir zuschauen. Es ist auch in anderen Bereichen so. Wie gesagt, ich denke, das Jahr hat mir ein paar Sachen einfach auch gezeigt. Und man muss vielleicht das Positive oder den Lerneffekt mitnehmen und es nicht am Grad des Erfolges messen. Es ist wie beim Schreiben. Ich meine, ihr habt sicher mitgekriegt, ich habe dieses Jahr mein neues Buch veröffentlicht und ja, es ist sang- und klanglos untergegangen. Aber das macht auch gar nichts, weil ich habe bei dem Buch das erste Mal die Chance gehabt, mit jemandem anders professionell zusammenzuarbeiten. Und es hat mir, sag ich mal, relativ viel für zukünftige Projekte gegeben, bei denen ich Sachen gleich besser oder anders machen kann. Und wenn ich das jetzt an Verkaufszahlen messen würde, müsste ich sagen, es war ein kompletter Fehlschlag. Aber ist es nicht, weil ich werde ein besserer Autor daraus. Und ein Video, was, sag ich mal, eine negative Resonanz auslöst, kann mir vielleicht auch das eine oder andere beibringen, und sei es nur über unsere Whisky-Community, die gerne versucht, den Eindruck zu vermitteln, dass wir Friede, Freude, Eierkuchen haben und alle sich gegenseitig lieben, und man andererseits dann dazu aufgefordert wird, unangenehme Dinge nicht auszusprechen, weil sie gehörten nicht in solch einen Kanal oder in solch einen Vlog. Sehe ich anders, aber so bin ich nun mal. Ich denke, es ist ganz wichtig, Erfahrungen, die man gemacht hat, auszusprechen, ohne Leute persönlich anzugreifen, weil das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Aber
wenn ihr merkt, ihr seid mit etwas nicht glücklich, wenn ihr merkt, es funktioniert so nicht oder ihr kriegt hier einen unverständlichen Backlash, halte ich es für jeden sein gutes Recht, darüber zu sprechen. Weil wenn man Dinge totschweigt und es in sich reinfrisst, ich glaube, wir haben ein deprimierendes Jahr genug. Man muss sich mit Menschen austauschen. Und die Art und Weise, wie ein Vlogger das tut, ist nun mal, dass er sich an sein Publikum wendet. Auch wenn das nicht unter Umständen vielleicht nicht die richtige Adresse ist. Trotzdem denke ich, man sollte über Sachen, die einen belasten, offen reden dürfen. Und ich persönlich bereue mein Video, in dem mir mehr oder weniger der Kragen geplatzt ist, nicht ernsthaft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe andere, die deutlich mehr Daumen runter gekriegt haben. Also diese ganze Panikmache war wohl scheinbar grundlos. Oder ich bin zu klein und ich beachte keine, auch damit habe ich kein Problem. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Start ins Jahr 2021 und ja, hoffen wir, dass es besser wird. Die Anzeichen stehen aktuell ja nicht so toll, irgendwie habe ich so das Gefühl, es bleibt einfach die komplette Fortsetzung, aber hey, machen wir das Beste draus, was anderes bleibt uns auch nicht übrig. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter hier zuschaut, wenn ihr mir ein Like und ein Abo da lasst, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder mit einer Verkostung wieder. Vielleicht mit diesem Baby hier. Habe ich jetzt zum neuen Jahr aufgemacht. Ist aber noch nicht so weit, dass ich drüber sprechen wollte, weil alte Tropfen und so ein bisschen, ja, ihr kennt mich. Nur mal so zum Anteasern, das ist ein Blair Athol 1989. 25 Jahre alt, also der steht auch schon eine ganze Weile bei mir und ja, ich habe ja so die Angewohnheit, irgendwo zwischen Weihnachten und Neujahr eine von den etwas länger stehenden hochpreisigen Sachen aufzureißen. Das ist die für dieses Jahr und ich glaube, das könnte ein durchaus interessantes Review werden. Bis dann.